Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem Sonntagspunch heute Anfang September. Und was es alles mit dem Sonntagspunch so auf sich hat und eine Entschuldigung gibt es nachher im kurzen Intro, also bleibt dran. So, fange ich als allererstes mal mit dem etwas unangenehmeren Teil an. Ich möchte mich bei euch gerade für Twitch ein bisschen entschuldigen für die letzten Streams. Ich war da nicht so ganz mega gut drauf. Der eine oder andere hat das ja auch gemerkt. Und deswegen nochmal ein riesengroßes Sorry an euch. Das Chapeau, tut mir wirklich leid. Das war die letzten Wochen doch ein bisschen stressiger bei mir. Und deswegen war das nicht immer ganz so wie gewohnt. Ich werde da schauen, dass ich ein bisschen an mir selber arbeite, dass ich das irgendwie so in den Griff kriege und dann wir wieder ganz gewohnt natürlich ganz normal unsere Streams machen können. Und vielen, vielen Dank für alle, die mir da so positiv zugesprochen haben. Mega cool von euch. Ich freue mich darüber riesig. Und ja, ihr habt recht, man soll keine Träume an den Nagel hängen, das ist natürlich blöd und deswegen tue ich das auch nicht. Ja, wie war die Woche? Jetzt gehe ich natürlich mal über zu den Sachen, die mich so ein bisschen auch bewegt haben. Und die Woche war eigentlich, ja, ich will mal sagen, schnottig bei mir. Ich habe ein bisschen schnottig gehabt, bin aber gesund, ist wieder alles in Ordnung bei mir. Und ja, gucken wir mal, wie es da weitergeht. YouTube selber, wie es da weitergeht, kann ich euch ganz genau sagen. Und zwar werde ich noch ein paar Airsoft-Videos machen, was man so als Vorbereitung braucht. Ich muss mal gucken, wenn das Wetter gut ist, mache ich das sogar draußen im Garten. Nicht hier bei mir in der Höhle, so mal formuliert, sondern tatsächlich wirklich draußen. Zeig euch mal, was man als Anfänger braucht, wie es mir als Anfänger da so ein bisschen gegangen ist, als ich jetzt so die ersten Schritte im Airsoft gemacht habe. Ich war ja jetzt inzwischen dreimal, heute auch wieder, also das dritte Mal heute war ich da unterwegs und da wird es ein paar Videos dazu geben, wie man sich so also als Anfänger schlägt und was für Fragen man da hat halt, ne? Gibt es als zusätzlichen Content. Let's Plays bei World of Warcraft werde ich auch wieder machen, die Woche über. Die Paladin-Geschichte soll natürlich weitergehen. Ich habe jetzt ein bisschen Horizon Zero Dawn vorgefilmt, das auch schon hochgeladen. Also es wird nächste Woche ein bisschen ein kleiner Mix wieder aus beidem. Let's Play Horizon Zero Dawn und Let's Play Paladin. Wenn ich das schaffe, allerdings werde ich, wie gesagt, noch ein Airsoft-Video hochladen und tatsächlich auch vielleicht noch den einen oder anderen World of Warcraft Guide. Leider habe ich immer noch keinen Beta-Zugang, deswegen kann ich euch kein Ingame-Footage, also keine Ingame-Bilder zeigen. Aber die Überlegung ist da, tatsächlich mal ein großes, so vielleicht eine halbe Stunde über Shadowlands, welche Sachen mich da so ein bisschen begeistern an dem neuen Addon, was da jetzt kommt, weil der Pre-Patch rückt ja auch immer näher. Ende des Monats ist meine Vermutung. Und da überlege ich halt schon mal auch ein Video dazu zu machen. Alternativ zu den Guides selber, es werden keine Klassenguides werden. Pandaria ist noch offen, das will ich auch noch aufnehmen. Die ganzen Dungeons, dann fehlen noch ein paar Raids von den einzelnen Addons, die werde ich auch weiter abfilmen, damit ihr dann sehen könnt, was es da so alles gibt und welche Möglichkeiten Beute man rauszuziehen dort auch hat halt, ne? So ein bisschen Transmog-like halt. Ich habe. Also das jetzt so zu YouTube. Ich habe beim Discord-Server habe ich ein bisschen den verkleinert jetzt aufgrund, das ist so riesig groß gewesen. Ich habe das mal ein bisschen aufs Wesentliche reduziert. Und jeder, der Bock hat, einfach über alle möglichen Themen zu schnacken, über Selfies zu posten, Kochbilder zu posten, über Games zu schnacken, ein bisschen eine Notification zu bekommen, wenn ich ein Video hochlade oder wenn ich auf Twitch unterwegs bin, einfach auf den Discord draufkommen und sich aktiv dran beteiligen, das wäre mega cool. Und ja, es ist für euch der Discord. Dann habe ich mir Gedanken gemacht zu Twitter.
Twitter selber, da werde ich immer mal, wenn mir irgendwas Cooles passiert und ich offstream bin, einfach mal ein paar Bilderchen posten von dem, was ich gerade in-game mache oder welche Erfolge ich bekommen habe. Also da könnt, wenn ihr das mitverfolgen wollt für den Paladin, bleibt einfach daran bei. Da gibt es dann wieder mal ein paar Tweets und auch Live-Benachrichtigungen. Wenn ich denn live unterwegs bin, das passiert dann regelmäßig, dann kann man das da auch sehen. Instagram selber bin ich ein bisschen am Grübeln, was ich da genau hochstelle. Da wäre so meine Überlegung: Warhammer 40k, hier Fantasy, Tabletop und so solche Dinge halt. Und ja, alles, was mir da so in den Sinn kommt, aber primär doch in Richtung Warhammer, auch wenn ich momentan jetzt noch nicht wirklich so viel weiter gemalt habe, aber ein paar Miniaturen kriege ich ja doch zwischendrin mal geschafft. TikTok ist auch die Überlegung allerdings in Richtung Airsoft, ja, mal so ein paar TikTok-Videos zu machen. Ich habe einen TikTok-Account, ich gucke da auch regelmäßig rein, weil da sind immer mal lustige Dinge, man kennt das, ne? Ein bisschen rumswipen und so. Da muss ich selber mal schauen, wie wir das machen. Ja, ich war heute, nee, pass mal auf, wir fangen gestern an, Donnerstag. Oder wir fangen Donnerstag an. So, jetzt springe ich ein bisschen hin und her. Ist auch relativ ungekürzt, ne? Wundert euch nicht, wenn ich mal ein bisschen springe. Donnerstag war, ja, war ein ungünstiger Tag für mich. Ich war beim Elternabend, da bist du sowieso schon. Ja, jeder kennt das, ne? Elternabende sind toll. Unglaublich toll sind Elternabende. Nein, ich wusste, hab da natürlich viel erfahren, das ist auch richtig und das soll man auch wahrnehmen, weil das doch gerade ja natürlich auch um die eigenen Kinder geht. Und das ist, ja, war gut, aber als ich dann zu Hause war, war bei mir nicht mehr so gut und das war dann spät und die Woche war eh schon lang und man hatte ja ein paar Krankentage dabei. Und ja, dann am Samstag, jetzt gestern, war ich so, boah, ich weiß nicht, mega überrascht. Vielen Dank auch an alle Neuen, die von YouTube gekommen sind, auf Twitch rüber, für die coolen Gespräche. Auch also zum Anfang war super wieder und zum Ende hin war auch cool. Für die Tipps auf jeden Fall da nochmal Bombe. Also das gab, man lernt nie aus, ne? Man kriegt dann irgendwie ja doch nochmal ein bisschen Input und hat dann wieder neue Dinge, die man da entdeckt. Super geil. Ja, das war dann richtig cool. Und wie gesagt, nochmal sorry für die Geschichte am Samstag und die Tage vorher auf Twitch. Tut mir wirklich leid. Ich gelobe da ein bisschen Besserung. Jetzt heute war ich wieder Airsoft spielen. Ich glaube, man sieht mir das auch ein bisschen an, weil ich schon ein bisschen auch kaputt bin. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Da muss ich jetzt auch noch mal zwei Sachen zeigen. Ich bin jetzt auch, der eine oder andere hat es ja in dem Airsoft-Video von meinem Event gesehen, dass ich quasi jetzt auch bei der Division Hering mit unterwegs bin und ich. Mega, ey. Das hat wieder so viel Spaß gemacht. Du lernst neue Leute kennen. Man kommt mit den Leuten ins Reden. Und ich hab mich so, auch heute schon, ja, man hat sich so dazu gehörig gefühlt. Und das war toll. Das war ein tolles Gefühl. Man trifft da auf so offene Menschen und auf Menschen, die in einfach, das ist total klasse. Weiß gar nicht, wie ich das erzählen soll. Worüber ich mich besonders gefreut habe, ist hier so ein kleiner Pad. Hammer, gell? Kann man sich hier so, ne? An Bart hänge ich mir den jetzt nicht, aber und dann gibt es noch mal was für meine Waffenbox. Ne? Hammergeil, vielen, vielen Dank dafür an der Stelle und mir hat es wieder mega viel Spaß gemacht. Ich habe da ein richtig tolles Hobby gefunden. Also, wenn jemand ein Hobby sucht, wo man Teamgeist haben muss, wo man auch sich mal ein bisschen dreckig macht, wo es mal ein bisschen laut werden kann, wo es mal ein bisschen Action, Adrenalin. Man fühlt ja richtig, dass man lebt, ja. Das ist einfach super geil. Also macht mega viel Spaß. Und auch so ein alter Ranzen und Pansen in seiner Klapperrüstung, wie ich, der kriegt das hin, da durch den Wald zu hoppeln. Super geil. Ja, das war es im Grunde genommen für diesen Sonntagspunch. Ich werde auf Twitch weitermachen, also da einfach dazukommen. Der Content auf Twitch selber ist für momentan sehr Paladin-lastig. Zu Shadowlands wird es natürlich auch sicherlich immer wieder ein paar im Plus Dungeons geben und auch die Raids werden dann weitergehen. Ja, aber primär bin ich momentan auf Twitch einfach ganz entspannte Runde unterwegs, mache ein bisschen Transmog-Farmen, ein bisschen
Fat Battles, ein bisschen einfach so das, was einem in den Sinn kommt. Ja, kommt's einfach rein, sagt's Hallo, freut der Leser sich. Und die anderen auch. Also ihr werdet feststellen, da gibt's so mehrere auch in der Community, die halt cool miteinander auch mal chatten und schnacken im Chat. Hammergeil. Also ihr seid da herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf euch. So, ich möchte mich bedanken bei dir dafür, dass du dir dieses Video angeguckt hast. Und falls du kein Video mehr verpassen möchtest, einfach die Subscribe-Ding da an der Seite. Ich glaube, ich zeige schon immer in die falsche Richtung, ne? Das ist normal. Aber das Subscribe-Teil da mal hinten. Und dann kriegst du eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Wenn ich was besser machen kann, einfach in die Kommentare reinschreiben. Und wenn es dir gefallen hat, freue ich mich natürlich auch drüber. Daumen nach oben, hammergeil. Lasst es euch bitte, bitte gut gehen. Und manchmal, egal wie tief man sich selbst im Tal wähnt, es gibt immer noch einen Weg wieder hinaus. Lass den Kopf nicht hängen und einfach weiter fighten. Vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Bis dann in der Gelände.